Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir aus dem RP-Projekt. Zusammen mit dem Lohnunternehmer, dem Elias Kirschbaum. Guten Tag. So, dann mach ich da mal weiter. Und Herr LU-Meister, funktioniert so weit? Ja, es scheint zu funktionieren. Haben Mitarbeiter ist jetzt auch da, wie Sie hier vielleicht gerade sehen. Hab den mal hergerufen, weil der ist gerade auch fertig geworden mit dem Auftrag. Und noch ist ja keine Mittagspause, da kann er mal ein bisschen helfen. Ja, jo, ist ja noch paar halbe, 20 Minuten bis zur Mittagspause. Schöne Gerätschaften haben sie da. Ja, danke sehr. Was machen Sie da mit dem Gras? Silage oder? Ja, das wird zur Silage gemacht in unserer Biogasanlage. Aha. Weil in diesem Jahr sind alle Silos gerade wieder leer und die müssen wir natürlich noch füllen mit ordentlichem Mais und Gras. Ja. Und genau. Wir würden das theoretisch auch an Leute verkaufen, die das für ihre Tiere nutzen wollen, aber hier gibt es ja nicht so viel Viehzucht. Ja. Die man natürlich auch nutzen kann. Ja, also. Ich
habe auch vielleicht nach diesem Auftrag in den nächsten Tagen für Sie auch noch eine ganz gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie was zu tun haben, sind wir immer bereit. Ja, weil bald ist mein Maisfeld erntereif und wenn das erntereif ist, dann muss er natürlich gehäckselt werden. Mhm, und abfahren. Häckseln, ja genau, Abfahrer brauchen wir vor allem. Weil nur mit meinem Mitarbeiter zu zweit, da steht der Drescher, der Häcksler so oft und das ist natürlich nicht gut für die Kostenbilanz. Das ist schon ein teures Gerät, also. Ja. Auf jeden Fall auch, na, das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Also theoretisch brauchen wir zwei Abfahrer und eventuell optionalerweise haben wir dann noch einen, der verdichtet. Also vielleicht möchte auch jemand verdichten, ich weiß es nicht, ob wir damit Erfahrung haben. Ja. Aber das sind so die Jobs, die ich dann dazu besetzen hätte in den nächsten Tagen für das Maisfeld. Weil ihr sensationelles Feld hatten wir ja letztens abgeerntet, das ist ja schon. Ja, zweimal vor, zweimal hinter, passt da. Nächstes Mal Sensen. Ja, ich hab's nicht den Auftrag gegeben. Das hat der Herr Julian seine Woche einen Auftrag gegeben. Ja. Ich hätte da so mit meinem Rasenmäher mit. Mit dem Rasenmäher hätte ich das ja. Na, aber das kriegen wir schon hin. Haben Sie Beifahrer? Ich glaube, dass sie. Ja, also bei mir können sie mitfahren. Ich bin. Ja, dann quatsch mal noch ein bisschen. Er sieht auch gerade zu meinem Mitarbeiter. Das hat keinen Beifahrer. Ja, sie wollen mit meinem Mitarbeiter reden, glaube ich. Achso. Falscher Dachter. Entschuldigung. Ja. Kann ja mal passieren. So, warten Sie nach der Reihe. Na, wenn es dann ist, ja, aber Leute. Schönes Gerät haben sie da. Ja. Jo, und sonst passt alles bei Ihnen? Also bei mir passt jetzt alles. Wir haben jetzt auch die nervigen, weil wir haben ja einige große Felder und da gibt es ja so die Steine lesen, das ist immer eine sehr unbeliebte Aufgabe bei meinem Mitarbeiter. Jo, das habe ich schon mitgekriegt. Steine lesen, kennen sie, ist jetzt vielleicht jetzt nicht so die Aufgabe, die man am liebsten macht. Ja. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz stehen bleiben? Ich würde gerne ein Foto machen für mein Album. Machen Sie das. Soll ich noch irgendwie was machen hier? Rundum leuchten? Nein, was nein, wollen nein, Sie? Nein. Jo, das kennen Sie nochmal. Okay, dann. Bitteschön. Perfekt, mille grazie. Dankeschön, bin soweit. So, bin wieder durch. Perfekt. Das ist ein ungünstiges Feld mit diesen Gräben, ja. Das ist ja schon. Hier ist aber schon mal ein bisschen was. Was macht der Herr Seidebacher gerade? Der Herr Seidebacher ist unterwegs, der muss dann dringend einen Termin oder so. Ah, ja, ja, ja. Dann ist er verschwunden gewesen. Wieder mal einen Termin verschlafen, oder was? Na, keine Ahnung. Er hat gesagt, der muss so einen dringenden Termin und dann war er verschwunden. Aber was muss man machen können? Nee, sagen wir mal. Wir sind ja gerade da oben bei Feld 47, gell? Genau, ja. Und da bleiben sie dann einmal und dann kommen sie mit zu unserem Hof. Sie waren ja schon da. Und dann machen wir was. Aber das erzähle ich bitte nicht den Herrn Julia. Ja, ich erzähle nichts, ich bin ganz offen. Ja, das zeige ich Ihnen. Oh, ich bekomme gerade einen Anruf, bitte entschuldigen Sie mich mal einen Moment.
funktioniert der Funk? Hallo? Ja, der Funk funktioniert hier. Der Funk. Ah, schön! Vogel? Ja? Sie haben ein bisschen ungünstig geparkt. Ah, Entschuldigung. Bin sofort. Entschuldigung. Okay. Super, Dankeschön. Bitte. So. Laufen Sie mir hier nicht in die Maschinen rein, Herr Vogel. Na, na, das kriegt man schon. Sind wir denn auch mit dem Feld fertig? Jo. Geht ja recht zügig mit der Maschine. Und was machen Sie noch so mit Ihrem Feld? Muss da geflügt werden, geteilt werden? Das entscheidet der Julian, weil der regt sich dann wieder auf, wenn ich was mache. Nein, das müssen wir jetzt so machen, das müssen wir jetzt so machen. Sie wissen gar nicht, wie nervig der Löter ist eigentlich. Ich kenne ihn ja nur als Geschäftspartner und ja, ja, das ist ja ein Geschäftspartner, ja. Wir sind einmal vorbeigekommen, wenn der einmal nach der Arbeit da ein Bier kriegt, dann ist er ganz narrisch da. Oh Gott, oh Gott. So. Können Sie dann meinen Traktor hier mitfahren zum Hof zurück? Weil der Mitarbeiter, der fährt dann weiter ab. Jo. Sehr gut. Dann bis wir wieder am Hof uns sehen, ne? Ja. Fahren Sie vor. Gerne. So, der Funk funktioniert noch. Ja, der Funk ist hier sehr gut. Ja, passt. Sei mal 50 Meter auseinander. Ja. Da hält der Funk auf jeden Fall. Ja, das geht schon. Alles gut bei Ihnen? Ja. Sie haben den Funk noch an hier. Ja, ich hab schon gedacht, die Bremsen funktionieren nicht. Nee, auch wenn es ein Deutz ist, weil einige sagen ja immer hier Sprüche gegen den Deutz, aber der ist gut. Ja, fahrt 63, 64 fahrt er. Das geht. Ja, das, vor allem schnell ist der Deutz. Das ist schön. Machen wir die Maschine natürlich noch sauberer. Ja. Zu unserem Kärcher, der steht hier hinten. Oh nö, hier steht noch der Steinesammler. Den müssen wir auch noch wegparken. Fahren Sie her, ich mach sauber. Ja, ja, also ich park den aber da kurz ein bisschen ein, damit ich hier noch.
machen es immer sauber, ich bringe den Steinsand kurz hier. Ja. Herr Vogel, also mit dem Heckmeer, da kommen Sie da nicht runter von den Höhen her. Das müssen Sie draußen abstellen, wo das Feuer stand. Wo war das nochmal? Das andere war drin in der Halle und das andere? Ja, genau. Und das andere, das stand hier hinten vor dem Silo hier, wo man vom Saatgutlager. Ah, genau. Entschuldigung. Alles gut. Oh, machen wir den Wald dran noch ein bisschen sauber und dann passt es. Bisschen das Problem an diesem Hof hier, dass die Höhen teilweise nicht so stimmen, wie man sie gern hätte. Ja. Aber sonst finde ich, das ist ein ziemlich praktischer Hof. Kompakt vor allem eigentlich. Mhm. Vielleicht ein bisschen eng, wenn man hier rein will, aber... Ja. Nach einigen Malen kommt man hier direkt drin, alles so. Den können wir einfach hier in die Halle neben dem Drescher stellen, da ist... Der wird wahrscheinlich nach der Mittagspause nochmal rausgehen. Jo, passt. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst so gerne ein Like und ein Abo da. Schaut bei einem Kollegen vorbei, obwohl er nicht anwesend ist. Und jo, dann sagen wir bis zum nächsten Mal, gell? Servus.